Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Als erstes möchte ich Ihnen heute, ich denke, eine sehr wichtige Sache näher bringen. Und das hängt auch zusammen mit den derzeitigen Koalitionsverhandlungen, die mit dem heutigen Tage abgeschlossen sein dürften und letztendlich in dieser Woche auch in einer Regierungsbildung für die nächsten 4 Jahre münden. Das wichtigste Thema und das, was zurzeit in vielen Medien hier, gerade bei uns im Lausitzer Revier steht, ist das Thema Klima und Umwelt. Dort hat die Koalition unter anderem den Punkt hineingebracht, dass idealerweise 2030 bereits ein Kohleausstieg anvisiert wird. Ich möchte Ihnen dazu auch meine persönliche Meinung sagen und das, was ich in den letzten Tagen und Wochen auch nach außen hin vertreten habe in der Presse und auch im Rundfunk. Idealerweise, und dieses Wort darf man nicht vergessen, dieses idealerweise wurde erkämpft, das Wort, dass das mit drin steht im Koalitionsvertrag, dass das auch beinhaltet, muss man sagen, auch die Wertschöpfung, die wir bis dahin brauchen. Idealerweise heißt nämlich nicht nur, dass die Energie, die wir dann brauchen, für uns bereitgestellt ist, für uns, das heißt nicht nur für uns im Revier, sondern für die ganze gesamte Bundesrepublik, sondern idealerweise heißt auch, dass wir bis dahin es geschafft haben, unseren Strukturwandel so zu koordinieren, dass wir neue wertschöpfende Arbeitsplätze hier im Revier und um das Revier her schaffen konnten. Wenn dieses idealerweise nicht erfolgen kann, dann bedarf es anderer, neuer Methoden. Ich plädiere zum Beispiel dort ganz klar, dass die kernbetroffene Region über eine Sonderwirtschaftszone verfügt, wo wir schneller Pläne umsetzen können, wo wir der Industrie, die heute da ist, aber auch neu zur ansiedelnden Industrie, Steuervergünstigen und andere Werte also geben können, sodass sie sich bei uns auch niederlassen. Wir brauchen mehr Unterstützung von Seiten der Landesregierung, wie aber auch von Seiten des Bundes, um das gemeinsame Ziel zu erreichen. Und dann wird sich entscheiden, ob es im Jahre 2030, 33, 35, 36 ist. Darüber hinaus sollte auch das Verfahren, so wie es heute ist, bleiben bis zum Jahre 2038. Sprich, dass wir bis 2038 weiterhin Zeit haben, das Geld auszugeben und dementsprechend auch unsere Projekte umzusetzen. Schneller ist das kaum möglich, denn wir brauchen diese Zeit, um der Jugend auch Vertrauen zu geben. Und da wünsche ich mir, dass wir gemeinsam am Strang ziehen. Und wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich, kommen Sie jederzeit zu mir. Ich bin gerne bereit, mit Ihnen darüber zu diskutieren. Vielen Dank.